Hallo meine lieben GeoLeben TV Zuseher, natürlich auch alle auf Telegram. Schön, dass du hier wieder mit dabei bist zu diesem neuen Video. Ja, über den Schweizer Gesundheitskanal Naturmedizin bin ich auf einen Begriff gestoßen, wo ich mir gedacht habe, ja, das wäre doch wieder mal ein sehr, sehr interessantes Thema. Das wäre doch wieder mal was, das man sich ein bisschen genauer anschauen sollte. Hier geht es vor allem eben auch um die Darmgesundheit und welche Auswirkungen das auf unseren Organismus hat, wenn der Darm nicht mehr wirklich so richtig gut funktioniert. Aber um welchen Begriff es sich ganz genau handelt und was der bewirkt und wozu man sich überhaupt damit befassen sollte, erfährst du, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. So meine Lieben, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV und bewusst gesund bei Geo. Ja, ein Begriff ist über den bekannten Schweizer Kanal Naturmedizin in meine Ohren geflattert und nicht da rein und da wieder raus, sondern mal drin geblieben und ich habe mir gedacht, das wäre doch wichtig, sich damit ein bisschen genauer zu beschäftigen, weil das hat schon ein gewisses Potenzial. Vor allem kann es eben sein, wenn man das nicht berücksichtigt, dass gewisse andere Dinge vielleicht nicht ganz so ihre Wirkung haben. Aber in dem Falle muss ich mich jetzt einfach mal auf Aussagen von anderen Leuten einfach auch verlassen. Ich habe diesbezüglich jetzt noch nichts ausprobiert. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob ich da schon irgendwas merke, ob ich das Gefühl habe, ah wow, da tut sich was, da fühlt sich was anders an, kann ich jetzt nicht, also bringe ich es hier in diesem Video einfach auch nur mal unter die Leute zur Diskussion, über das man auf jeden Fall mal nachdenken sollte. Es handelt sich, und ich habe da wieder ein bisschen was aufgeschrieben, um den Begriff der Nukleotide. Ja, Nukleotide, das sind Grundbausteine unseres genetischen Materials. Ja, das klingt schon mal sehr, sehr wichtig. Grundbausteine unseres genetischen Materials. Das kann jetzt einmal nicht was Unwirksames sein, irgendwas, was jetzt nicht so wirklich super ist. Genau, das ist ungefähr so zu erklären, ja, wie man sich vorstellt, unser ABC, die Buchstaben unseres ABC. Und wenn in einem Wort oder in einem Satz immer wieder Buchstaben abgehen, dann geht da was ab, dann ist das unvollständig und dann funktioniert das nicht. Und so ungefähr kann man sich das mit den Nukleotiden vorstellen. Wenn die abgehen, wenn die zu wenig sind, dann funktioniert eben in unserem Genmaterial was nicht. Dann kann sich unsere Zelle nicht teilen oder nicht so wirklich, wie es sein sollte, und dann passieren eben Fehler oder es ist irgendwas, was viel zu wenig geteilt wird. Also die Zellen reproduzieren sich dann einfach zu wenig. Ja, das ist natürlich einmal ein grundsätzliches Ding. Diese Nukleotide werden gebraucht, ja, sind essentiell wichtig, damit eben die Zellteilung super gut funktioniert. Meine lieben Leute, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr laienhafte Aussage, aber so habe ich das verstanden. Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf unsere Darmgesundheit. Ja, offensichtlich ist es natürlich eben auch so, diese Darmgesundheit hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Darmkrankheit hängt eben auch von vielen Faktoren ab und wir wissen, dass in unserer mittlerweile sehr, sehr zivilisierten, hochtechnisierten Welt es aber leider Gottes auch so ist, dass alles auch seine Schattenseiten hat, ja, und dass wir mit immer mehr Erregern, mit immer mehr Giften zu kämpfen haben, zu tun haben. Unser Organismus muss sich quasi immer mehr mit diesen Erregern, mit diesen Giften auseinandersetzen, ob das nun über die Nahrung passiert, ob das von außen auf uns zukommt, ob das über Stress passiert und über was auch immer. So ein paar Dinge wären dann noch möglich, aber die erwähne ich jetzt lieber mal nicht. Also immer mehr Erreger, immer mehr Giftstoffe, mit denen unser Körper zu tun hat und dadurch
entstehen oder können eben auch im Darm viele, viele Entzündungen entstehen, vor allem aber auch über unsere wunderbare Lebensmittelernährung. Hier das Ganze mit einem kleinen Augenzwinkern. Ja, und was bedeutet das? Entzündungen im Darm bedeutet, dass die Möglichkeit, ja, dass natürlich der nicht mehr so wahnsinnig gut funktioniert. Reizdarm ist so eine Möglichkeit, ja, wenn man das Gefühl hat, man muss alle paar Zeiten aufs Klo laufen, obwohl man eigentlich gar nicht kann, ist das eine, ja, dass da was schon nicht mehr so wahnsinnig gut funktioniert. Und das andere ist das sogenannte Leaky Gut Syndrom. Ja, das bedeutet, dass unsere Darmwand löchrig wird. Und das ist natürlich nicht beabsichtigt, ja, von der Evolution, dass unsere Darmwand so Löcherlein bekommt. Ja, weil wenn das beabsichtigt wäre, dann wären die schon da, sind sie aber nicht. Das heißt, die entstehen vorweg auch über Entzündungen im Darm, über Erreger, ja, über Viren, über Parasiten aller möglicher Couleur, was auch immer. Und das ist natürlich kein so feines Geschichterl, würde ich jetzt mal sagen, wenn der Darm löchrig ist, weil was bedeutet das? Der Darminhalt, ja, der ja zum Großteil eigentlich da unten raus sollte, den wir auf der Toilette quasi entleeren, kann sein, dass sich von dem, was dann über diese Löcher in den Blutkreislauf entleert, und man kann sich vorstellen, dass das jetzt nicht wahnsinnig gesund für den Organismus, für uns, für unseren Körper ist, wenn sich da Dinge plötzlich im Blutkreislauf befinden, die da so gar nicht hingehören. Das andere ist natürlich auch, dass die Darmschleimhaut leidet, ja, dass hier die sogenannte Mucosa hier sich immer weniger bildet, zum Teil gar nicht mehr so wirklich da ist, ja, die Aufnahme von Vitalstoffen wird massiv gestört. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, was man isst, ja, an Vitalstoffen, sondern wie sie unser Körper eben auch aufnimmt. Ja, wenn das nicht passiert oder nur sehr, sehr dürftig, dann geht uns natürlich im Laufe unseres Lebens immer mehr an wichtigen Vitalstoffen ab, und dann darf man sich nicht mehr wundern, warum man auf der einen Seite mit den ganzen Giftstoffen, Erregern nicht mehr zurechtkommt und auf der anderen Seite dann einfach auch nicht das notwendige Vitalstoffmaterial zur Verfügung hat, das mit diesen Erregern umgehen kann. Ob das jetzt Mineralstoffe sind, ob das eben auch Vitamine sind oder sonstige wichtige Substanzen, das kann man sich dann vorstellen. Hier beißt sich quasi die Katze in den Schwanz. Immer mehr Gift kommt in den Körper, immer weniger Möglichkeiten dagegen einfach auch vorzugehen, weil im Darm so wahnsinnig viel nicht funktioniert. Und jetzt haben hier schlaue Leute, ja, die offensichtlich hier damit geforscht haben, herausgefunden, dass eben diese Nukleotide, ja, wo man hat man gemerkt, wenn man diese Nukleotide zuführt, den Menschen zuführt, dass sich da massive Verbesserungen in den verschiedensten Richtungen einfach auswirken, dass sich quasi vom Leaky Gut Löcher quasi wieder zurückbilden, dass hier eben die Wirkung der Nukleotide als Grundbaustein auf unser genetisches Material hier einfach zusätzlich wirklich so signifikant hier zu beurteilen ist, dass sich hier wirklich solche Leaky Gut Syndrome wieder verbessern oder diese Löcher einfach wieder schließen, dass sie hier die Darmgesundheit wieder einstellen kann, dass hier wieder die Schleimhaut sich bildet, und die Darmzotten sind hier offensichtlich auch mit der Gabe dieser Nukleotide wieder um einiges größer geworden und haben ihre Aufgabe einfach wesentlich besser verrichten können. Also das ist so die Essenz quasi dieses Videos, dass diese Nukleotide hier signifikant Verbesserungen gebracht haben, wo man wirklich gemerkt hat, auch wenn man gar nicht seine Ernährung umstellt, ich habe das Thema Gluten noch gar nicht angesprochen, natürlich ist in der
Nahrung, vor allem das Gluten, das wir zu uns nehmen, eins der Hauptverursacher, das für Entzündungen einfach im Körper, im Darmbereich sorgt. Also hier hat man mit Menschen sozusagen geforscht und hier wurden Studien sozusagen gemacht mit Leuten, wo man die Ernährung noch gar nicht umgestellt hat. Natürlich würde das auch Sinn machen, dass man hier auf glutenfreie Nahrung setzt, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, die Nahrung wurde bei den Leuten nicht verändert. Man hat diese Nukleotide eben zugegeben, supplementiert und trotzdem wurden hier ganz signifikante Verbesserungen eben festgestellt. Also das ist so quasi der Kern dieses Videos. Die Nukleotide sind offensichtlich in unserer Nahrung nicht so wahnsinnig häufig vorhanden und vor allem auch Vegetarier und Veganer tun sich da ein bisschen schwer, weil vor allem diese Nukleotide im Fleisch und da vor allem in den Innereien vorhanden sind. Ja? Und ich werde diesbezüglich jetzt nicht wieder zum Fleischesser werden. Aber da gibt es, wie gesagt, halt auch die Möglichkeit, dass man das anders supplementiert. Ja, was noch wichtig ist, ja, in dem Zusammenhang wurden in dem Video auch, wurde auch gebracht, dass hier das Ganze, vor allem die Darmflora, die Darmgesundheit, ja natürlich auch mit den richtigen Bakterien zusammenhängt. Das mit Bakterien ist ja wieder so das eine Thema, natürlich effektive Mikroorganismen, ja, die ja hier ganz total wichtig sind. Hier wurde eben auch beobachtet, dass hier die notwendigen Bakterien, unter anderem auch Bifidus-Bakterien, ja, hier erst so richtig ihre Wirkung entfalten konnten mit der Zugabe von sogenannten Nukleotiden. Ja, meine Lieben, ich habe aber mit effektiven Mikroorganismen sehr wohl meine Erfahrungen, nehme die auch immer wieder und weiß, dass die jetzt auch immer wieder gewirkt haben, wenn ich die nehme, wenn ich vor allem wieder gemerkt habe, war, ich habe es eh mit dem Weizen, mit dem Gluten wieder mal übertrieben, die Winde dann wieder einfach im Vormarsch waren, wenn ich das wieder zusätzlich genommen habe, diese effektiven Mikroorganismen, dann hat sich das meist auch wieder stark verbessert. Aber wie gesagt, auch hier soll im Zusammenhang mit Nukleotiden und den effektiven Mikroorganismen es dann noch eindeutigere Verbesserungen geben. Leaky Gut und Reizdarmsyndrom und ähnliche Darmgeschichten AD, so zumindest eben auch die Essenz aus diesem Video von Naturmedizin. Somit habe ich das aus meiner Sicht jetzt einfach mal zusammengefasst und kann hier, wie gesagt, noch keine Erfahrungswerte dazu geben. Ich persönlich finde das Thema auf jeden Fall hoch interessant, weil es hier gerade um einen Grundbaustein geht, der möglicherweise vielen Menschen abgeht und dann vielleicht so einige Dinge, die sie nehmen und versuchen, dann einfach auch nicht wirken können, weil eben hier ein essentieller Grundbaustein für unser genetisches Material abgeht. Ja, in dem Sinne alles Liebe, gib mir ein paar Daumen hoch, ein paar Daumen, einen Daumen oder zwei oder drei, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, so wie immer, und schaut natürlich auch auf meine Homepage bewusstgesund-geo-sixt-lebensmut.at. Wir sehen uns bald wieder, ich freue mich auf dich, Baba, ciao, tschüss und servus. Und halt, eins möchte ich auch noch sagen oder erwähnen, ich habe einen zweiten Kanal, den ich ein bisschen hypen möchte, Free Spirit by Geo, da geht es vor allem um freien Geist, da geht es ein bisschen ums Reisen, da geht es um Docker, Datsche Docker umbauen und so weiter und so fort, also ein bisschen auch um dieses Fanlife. Ich freue mich natürlich, wenn es auch da mal raufschaut, Free Spirit by Geo, dass ihr meinen eigenen Kanal noch kennt. Baba, ciao, tschüss und servus.